Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr gerne so für Videos sehen möchtet oder was für ein Thema ich mal machen soll. Und ist mir eine Idee so ein bisschen ins Auge gesprungen und da dachte ich, das mache ich mal. Und zwar werden wir uns heute ein paar von den Pferden, ja, das ist so, angucken, die ich mir nach meiner persönlichen Meinung nie kaufen würde. Ich würde sagen, wir fangen einfach an und ihr seht ja schon, ich bin auf meinem zweiten Account, also nicht wundern. Ja, es hat jetzt keinen besonderen Grund, ich level hier halt hin und wieder, beziehungsweise queste. Let's go! So, und das erste Pferd finden wir auch schon hier. Das ist dieses Süße. Ja, Süße ist relativ. Ich persönlich finde die Achaltikina nicht wirklich schön in SSO. Am Anfang hatte ich schon großen Hype drauf, weil ich sie am Anfang, ich habe voll drauf hingefiebert und den Trailer und sowas und dachte mir so, oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Dann habe ich das alles ein bisschen besser gesehen, als ich es wirklich finde. Und als sich dann diese Freude gelegt hat, habe ich dann gemerkt, dass die mir eigentlich gar nicht gefallen, weil sie irgendwie der Realität nicht so wirklich nahe sind. Und da gibt es halt eine Farbe, die mir besonders wenig gefällt, und das ist gerade die hier. Frag mich nicht warum, ich finde, das sieht so ein bisschen pissgelb aus, diese Farbe. Was ich schön finde, sind die Beine und also die Fesseln hier und die Bläste auch. Aber der Rest, also die Fellfarbe, finde ich einfach wirklich, wirklich nicht schön. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so eine Farbe, nee. Hätten die es wenigstens ein bisschen heller gemacht, sodass es Richtung Falbe geht. Aber das ist wirklich eine Farbe, die ist, nee, also kann ich überhaupt nicht ab und finde ich persönlich echt nicht schön. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, es handelt sich natürlich nur um meine persönliche Meinung zu all den Pferden. Und deshalb, wenn ihr das Pferd schön findet, dann ist es ja gar nicht schlimm. Ich meine, jeder hat eine eigene Meinung und vielleicht finde ich auch Pferde schön, die ihr nicht schön findet. Und in dem Sinne geht es jetzt weiter zum nächsten. So, und unser nächster Stopp führt uns hier nach Fort Pinter. Ich möchte eigentlich dieses Pferd als Inbegriff vieler weiterer nutzen, denn ihr kennt es von meinen Pferden, die ich bereut habe, die gekauft zu haben. Ja, genau. Da sind eigentlich alle Urpferde dabei, die ich gekauft habe, jemals. Und ich glaube, so seit dem Video ist mir nochmal so richtig klar geworden, dass ich Urpferde oder magische Pferde, wie auch immer die jetzt in SSO heißen, echt nicht so schön finde. Für mich ist das irgendwie so fernab der Realität und ist nicht das, was ich mir unter SSO vorstelle. Also ich habe selbst, glaube ich, 3 Urpferde. Ja, und es sind die allerersten, diese 2 kleinen und dieses große goldene. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es war absoluter Fehlkauf. Ich konnte mich mit einem davon noch einigermaßen anfreunden. In der unverwandelten Form sind sie auch gar nicht hässlich oder sind sie eigentlich echt schön. Aber ich habe für mich gesagt, Urpferde, und dazu gehört eben dieses der neuesten, auch dazu sind einfach echt nichts für mich. Und also wenn wir hier rauskommen, dann gucke ich sie mir an und denke, alles schön designt, aber ich würde da nicht drauf rumreiten. Es ist mir einfach zu bunt. Und es ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Aber wenn es gefällt, finde ich sehr cool. Ich finde sie jetzt im Grunde genommen nicht hässlich. Aber für das, was ich mir unter dem Spiel vorstelle, ist es mir irgendwie zu Fantasy-like. Also da müsste man eher so ein Einhornspiel machen, gefühlt. So, und ab zum nächsten. So, ihr Lieben, und wir sind tatsächlich auf dem Pferdemarkt jetzt. Ich denke, der eine oder andere konnte es schon mutmaßen. Ja, auch dort gibt es ein paar Pferde, die jetzt nicht ganz meiner Vorstellung entsprechen. Ihr wisst, ich persönlich mag alte Modelle eigentlich sehr gerne und reite die auch relativ oft. Aber da kommen wir wieder zu einer Farbe. Die finde ich einfach grässlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Goldene, was dann aber wieder so, wo so extreme Highlights drin sind, und dann die alte Variation der Zöpfchen. Also es ist, nee, wirklich nicht schön. Ich finde es schöner wie den Achaltikina von der Farbe her, aber immer noch wirklich ein Pferd, das ich mir niemals kaufen würde. Und es gibt wirklich wenige, wo ich sagen würde, die kaufe ich mir niemals. Weil irgendwie hat jedes Pferd sowas Schönes. Zum Beispiel, wenn wir das hier angucken, das hat halt diese blauen Augen. Klar, es ist ein bisschen alt designt und so, aber ich finde es eigentlich ganz schön mit den Highlights und der Farbe. Aber das ist wirklich eins, wo ich wieder sage, nein, muss echt nicht sein.
So, und da sind wir auch trotzdem noch im Pferdemarkt und auch nochmal bei dem alten Modell, denn da gibt es eins, das ich wiederum wirklich, wenn nicht noch schlimmer finde als das davor. Das ist jetzt wirklich so eine richtig pissgelbe Farbe, wo ich sage, hätten sie die Farbe ein bisschen verändert, wäre das Pferd schön geworden. Aber dieser Farbton sieht einfach komisch aus. Und dann habe ich das Gefühl, da ist noch so ein bisschen grün drin und so. Und es passt einfach vorne und hinten nicht. Der Schweif leuchtet dann so ganz extrem. Also meiner Meinung nach auch eine Kombination und eine Farbe, die einfach nicht schön ist. Also das sieht so komisch grünlich-gelblich aus. Und man hätte aus diesem Pferd was Schönes machen können. Aber durch diese komische Fellfarbe und diesen grünen Touch und dafür dieses krasse Weiße im Schweif. Meiner Meinung nach ist das Modell am Pferd wirklich leider nicht so wirklich gelungen. Ja. Aber wie gesagt, man hätte was rausholen können, meiner Meinung nach. Und da wir ja gerade von schlechter Farbkombination sprechen, sind, glaube ich, diese zwei auch nochmal so ein kleines Vorlaufmodell dafür. Also, diese Pferde hätten wirklich schön werden können, hätte man nicht die Mähne und die Fellfarbe so komplett kaputt gemacht. Also ich habe im echten Leben noch nie ein Pferd gesehen, das so aussieht. Und es ist einfach vom Kontrast her so abgehoben. Die Muskeln sind meiner Meinung nach so schön hervorgehoben. Und es wäre ein so schönes Pferd geworden, hätte man nicht diese komische, pissgelbe Mähne genommen. Die mich persönlich total abraten würde vom Kauf. Vielleicht mit Zöpfchen könnte man es noch ertragen. Genauso wie bei dem hier, hätte man die Fellfarbe von diesem, ja, was wir gerade auch hatten, ein bisschen runtergestuft und ein bisschen mehr ins Bräunliche. Es wäre ein wunderschönes Pferd, wunderschöne Farbe, aber dadurch meiner Meinung nach wirklich, wirklich nicht mehr schön. Oh Mann. So, und kommen wir jetzt auch zum vorletzten Pferd. Und zwar ist es dieses hier. Ihr seht schon, was ich so für Farben nicht mag. Also ich mag ja die Clydesdales an sich mega, mega gerne. Ich habe selber auch eins. Aber das ist wieder so eine Farbe. Das ist wirklich Geschmackssache. Es ist wirklich nicht hässlich, das Pferd. Aber mir gefällt dieses extreme Fuchsmäßige mit der hellen Mähne einfach gar nicht. Es ist einfach nicht mein Ding. Also das ist wirklich sehr persönlicher Geschmack jetzt. Und ich denke, viele finden das Pferd echt schön. Ich persönlich mag es wirklich nicht von der Farbe her. Aber das ist, denke ich, auch wirklich Geschmackssache. Aber vom Modell her ist es eigentlich echt ein schönes Pferd. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir auch zum letzten Pferd. Ich denke, ich werde noch einen Teil 2 machen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich auf dem Account leider nicht in alle Gebiete kann. Aber es gibt noch ein Pferdchen, wo ich sagen muss persönlich, es ist wirklich kein hässliches Pferd. Aber ich würde es mir nie kaufen, weil mir diese Farbe einfach nicht gefällt. Es ist mir einfach too much. Und zwar handelt es sich um diesen Araber hier. Ihr wisst, ich hab, glaube ich, 2 oder 3 Araber auch. Ich glaube 3, ja. Und da gibt es den hier. Im ersten Moment scheint er richtig schön zu sein, die blauen Augen, schön die Bläste, die Fesseln. Aber wenn wir so sehen, irgendwie das Fell, das leuchtet so richtig krass unrealistisch. Also so wie so ein, aus so einem, ich kann es nicht genau sagen, so ein bisschen comic-mäßig. Und ich fände das Pferd echt schön, wären die so ein bisschen entspannter mit der Farbe des Fells umgegangen. Es leuchtet schon von so weit her. Und wenn man die anderen Pferde anguckt, die sind eher matt gehalten. Finde ich, sehen alle sehr realistisch, sehr schön aus. Und das ist einfach zu protzig. Es sieht aus, als wäre es irgendwie angemalt worden. Und das ist auch der Grund, warum dieses Pferd diesen Teil von heute abschließt. Aber, Leute, wenn ich noch einen Teil 2 machen soll, denn es gibt noch ein paar, es gibt nicht so viele, aber von Teil 2 wird es auf jeden Fall noch reichen, von Pferden, die ich mir auf keinen